Hallo und herzlich willkommen zu den United YouTube Cooks. Ins Leben gerufen durch Kochen mit Schau. Und er hat mich auch gefragt und andere YouTuber, die einen Kochkanal haben, ob ich mitmachen möchte bei dem Zubereiten eines 5-Gänge-Menüs. Ich habe zugestimmt und ich mache für euch eine Zitronen-Parmesan-Suppe. Die anderen YouTuber seht ihr dann in der Infobox. Und ich zeige euch gleich, bevor ich anfange mit dem Zubereiten, die Menükarte. Da könnt ihr euch mal angucken, was die anderen machen. Und ich würde sagen, ich starte gleich und wir sehen uns dann in einem anderen Video. Aber erstmal die Zitronen-Parmesan-Suppe. Bis bald, tschüss. Los geht's, hier nochmal die Zutaten im Überblick. Und die ganzen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Als erstes schmelze ich die Butter in einem mittelgroßen Topf. Vorsichtig, nicht anbrennen lassen. Anschließend gebe ich das Mehl dazu und verrühre es kräftig. Dabei die Hitze reduzieren und aufpassen, dass hier das Mehl nicht verbrennt. Es sollte aber eine schöne goldgelbe Farbe bekommen. Danach gebe ich nach und nach die Brühe dazu und rühre es nochmal kräftig mit einem Schneebesen. Und das lasse ich etwa 10 Minuten auf einer leichten Flamme köcheln. Nach 10 Minuten gebe ich dann die Schlagsahne dazu, den geriebenen Parmesankäse, die abgeriebene Schale von der Zitrone und etwa die Hälfte des Zitronensaftes. Das alles nochmal kräftig miteinander verrühren. Wer will, kann es auch nochmal pürieren, aber das muss nicht unbedingt sein. Und ich lasse dies auf dem Herd stehen, obwohl der Herd aus sein sollte. Die Suppe ist jetzt sehr heiß. Das ist gut so, denn jetzt können wir uns dem Hühnerfilet widmen. Ich schneide das Hühnerfilet in kleine Stückchen, würze es mit Salz und Pfeffer. Und wenn das soweit fertig ist, tue ich dies alles in die noch sehr heiße Suppe und lasse das etwa 5 Minuten ziehen, bis das Fleisch gar ist. Und fertig ist die Parmesan- oder die Zitronen-Parmesan-Suppe. Das Fleisch ist sehr zart und weich. Ein bisschen mit Rucola garnieren und dann noch mit etwas eine Zitronenschale drüber geben und servieren. Und ob das Süppchen schmeckt oder nicht, das werdet ihr jetzt miterleben. Und bitteschön! Schmeckt's? Lecker. Das freut mich.
warme, erfrischende Suppe in der Sommerzeit.